بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Dienstagsunterricht, bei dem wir weitermachen wollen mit unserer Lektüre, und zwar das Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidin von Imam Ibn Qudama. Wir wollen, inshallah, heute mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Und zwar das nächste Kapitel, nachdem wir über die Hajj gesprochen haben, ist das Kapitel Kitab Adab al-Quran al-Karim wa Dhikr Fadlihi, das Buch über die Verhaltensregeln, die Etiketten in Bezug auf den Koran und die Vorzüge des Korans. Wir werden heute nur über den Koran sprechen, über den Dhikr werden wir heute nicht sprechen, weil das Kapitel etwas länger ist. Deswegen werden wir es nicht schaffen, über beides zu sprechen. Und wir wissen ja, dass wir hier noch im ersten Viertel des Buches sind. Im ersten Viertel des Buches. Und um welche Themen ging es im ersten Viertel des Buches? Das Buch ist ja in vier Viertel aufgeteilt. Und um welches Thema ging es in dem ersten Viertel des Buches? Es geht um die Ibadat. Um die Ibadat, um all die gottesdienstlichen Handlungen. Angefangen mit dem Wissen über die Tahara, das Gebet, die Zakat, das Fasten im Ramadan, die Hajj, das Thema, was wir letzte Woche hatten. Und jetzt geht er auf eine weitere, sehr, sehr wichtige Ibadah ein. Und zwar den Koran. Und er beginnt, indem er zunächst einmal aufzeigt, was der größte Vorzug des Korans überhaupt ist. Und er sagt, der Autor, der gewaltigste Vorzug des Korans ist, dass es sich um die Worte Allahs handelt. أفضل أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل. Das ist der größte Vorzug überhaupt. Und wenn man mal darüber nachdenkt, dann wird man auch schnell merken, das ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Dass wir als Muslime ein Buch haben, welches nicht einfach nur die Worte eines Menschen darstellt, sondern welches die Worte Allahs wiedergibt. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, die solch ein Buch hat, die für sich den Anspruch hat, die Worte Allahs als Offenbarungsbuch zu haben. Die Christen haben das nicht. Was ist denn das heilige Buch der Christen? Die Bibel? Ist das die Bibel? Das Evangelium. Die Bibel umfasst das Alte Testament und das Neue Testament. Es ist richtig. Du hast es nicht falsch gelesen, was du gesagt hast. Heutzutage ist für die Christen das gesamte Alte und das gesamte Neue Testament ein heiliges Buch. Und deswegen im Arabischen sagt man auch im Deutschen sagt man, die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist was gemeint? Das Alte sowie das Neue Testament. Wenn es aber jedoch um jetzt ganz spezifisch das Wichtigste überhaupt geht, innerhalb der Bibel für Christen, dann sind das die vier Evangelien. Was sind denn die vier Evangelien? Und was ist denn das Alte und das Neue Testament? Was handelt es sich denn dabei? Hat jemand von euch schon mal die Bibel aufgeschlagen? Weiß jemand, woraus das besteht? Haben die Christen den Anspruch, dass es sich hierbei um das Wort Gottes handelt? Eigentlich zusammengesetzte Worte aus den Jüngern. Wie bitte? Zusammengesetzte Worte aus den Jüngern eigentlich. Das sind zusammengesetzte Worte, ja, von den Jüngern. Ja, du wolltest was sagen, Bruder? Jesus darstellen, oder sag ich mal? Die Evangelien sind einfach nur, also wir würden als Muslime sagen, eine Sira. Es ist eine Sira, es ist eine Biografie über den Propheten Isa, der ist dann aus Sicht ja, der Christen, der Jünger. Das ist ja auch nicht direkt von den Jüngern geschrieben worden, wahrscheinlich von größtenteils anonymen Autoren, die das verfasst haben, die heutigen Evangelien. Und auch im Alten Testament, wenn man sich das Alte Testament anschaut, was wir heute als auch Tora bezeichnen, die ersten fünf Bücher Mose,
Ja, wenn man sich die mal durchliest, da geht es ja auch eher um die Geschichte der Kinder Israels. Also wir sehen, das ist nicht annähernd das, was wir als Muslime unter dem Wort Gottes verstehen. Für sie ist es natürlich heilig. Darum geht es auch gar nicht, das jetzt irgendwie schlecht zu reden oder ähnliches. Nein, nein, für uns ist ja auch die Tora und der Injil, das Evangelium, etwas Heiliges. Nur, wir wissen als Muslime, dass es sich hierbei nicht um das Wort Gottes handelt, sondern das sind halt Bücher, die von Menschen geschrieben wurden. Und auch die Christen und Juden haben nicht den Anspruch, dass es sich hierbei um das Wort Gottes handelt. Es gibt einige Gruppen, die das so sehen, die das wirklich eins zu eins als Gottes Wort sehen. Aber sie haben, die meisten Christen, die evangelischen, die katholischen Christen, haben nicht den Anspruch, dass es hier eins zu eins Gottes Wort ist, sondern es sind, wenn überhaupt, Wörter oder Schriften, die göttlich inspiriert wurden, wenn überhaupt. Aber sie sind nicht eins zu eins Gottes Wort. Und daran erkennen wir, subhanallah, wir Muslime haben einen Schatz, den wir in unseren Händen halten. Wir sehen das teilweise als etwas komplett Normales an. Wir sind das gewohnt, ja, der Koran, das Wort Gottes. Aber es ist etwas Einmaliges. Und das ist der gewaltigste Vorzug des Korans überhaupt. Das Wort Gottes, welches bewahrt wurde vor der Veränderung. Der Koran, er spricht immer wieder davon, dass er von Allah offenbart wurde. Und deswegen gibt es so viele Ayat, die er auch hier zitiert, in denen Allah Ta'ala aufzeigt, dass er derjenige ist, der den Koran herabgesandt hat. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Und dies ist ein Buch, welches wir herabgesandt haben. Es ist voller Segen. إنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Es überkommt dieses Buch keine Nichtigkeit, nichts Unwahres. Weder vor ihm noch hinter ihm. Es ist eine Herabsendung desjenigen, der gelobt ist. Surat Fussil, Vers Nummer 42, ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala das noch einmal aufzeigt. Und das muss uns erst einmal bewusst sein, wenn wir uns mit dem Koran beschäftigen. Und es muss dann auch bewusst sein, wenn wir Muslime den Koran vernachlässigen, was wir da eigentlich vernachlässigen. Wir vernachlässigen die Worte Allahs. Wir vernachlässigen den größten Schatz, den Allah Ta'ala der Menschheit gegeben hat. Nämlich seine Worte, welche die Menschen zu ihm führen. Seine Worte, die unverfälscht sind. Das größte Wunder unseres Propheten überhaupt. Sallallahu alaihi wa sallam. Jeder Prophet hatte Wunder gehabt. Aber diese Wunder sind alle zeitlich und örtlich begrenzt gewesen. Jesus konnte Tote erwecken. Aber wir können das heute nicht mehr nachvollziehen. Wir haben es nicht mit eigenen Augen gesehen. Musa hat das Meer gespaltet. Die Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben, die konnten das bezeugen. Wir können das heute nicht mehr bezeugen. Wir können es glauben oder nicht glauben. Aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat ebenfalls neben anderen Wundern das absolute, ultimative Wunder bekommen. Nämlich den Koran, den jeder heutzutage nachlesen kann. Sogar in der Übersetzung in fast allen Sprachen dieser Welt. Auch wenn nur das Arabische der Wortlaut ist, in dem der Koran herabgesandt wurde. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in etlichen Überlieferungen, in etlichen Ahadith über die Vorzüge des Korans gesprochen hat. Und uns aufgezeigt hat, dass es eigentlich niemanden Besseren geben kann. Als jemand, der sich mit dem Koran beschäftigt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es authentisch überliefert wird, diesen Hadith zitiert er auch gleich am Anfang. Von Uthman ibn Affan, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Ein Hadith, den jeder von uns kennt. Nur die Frage ist die, und die kann sich nur jeder selbst beantworten, diese Frage. Wer beherzigt diesen Hadith wirklich?
Wer hat es wirklich verinnerlicht, dass der Koran das Wort Gottes ist und dass der Koran ein Wort ist, welches dich in der Dunya und im Akhira erhöhen wird? Sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar über die Leute des Korans gesagt hat, dass sie die Angehörigen Allahs sind, im übertragenen Sinne. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es von Anas ibn Malik überliefert wird, إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. Allah hat unter den Menschen Ahlin, also Anhänger, Verwandte, nicht Blutsverwandte, sondern Leute, die Allah nahestehen, die Allah auserkoren hat, dass sie ihm nahestehen. Und dann wurde der Prophet gefragt, مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Wer sind diese ganz besonderen Menschen, die Allah so nahestehen, dass er sie als seine Familie bezeichnet? Die Familie Allah, subhanallah, im übertragenen Sinne. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete mit den Worten: Ahlullah, Ahlul Quran, hum Ahlullahi wa khassatuhu. Allahu Akbar. Die Leute des Korans sind die Leute Allahs und seine Auserwählten. Die Elite unter den Menschen, die Allah auserwählt hat, dass sie den Koran in sich tragen dürfen. Ganz wichtig, dürfen. Du wurdest auserwählt, zu einem Träger des Korans zu werden. Du wurdest auserwählt, dass du dich mit dem Koran beschäftigen darfst, mit dem Wort Allahs. Welch eine Ehre. Und deswegen derjenige, der vom Koran ausgeschlossen bleibt, ist von viel Gutem ausgeschlossen worden. Derjenige, der vom Koran ausgeschlossen bleibt, ist von viel Gutem ausgeschlossen worden. Und diese Worte richte ich in erster Linie an mich, aber auch an jeden Einzelnen, ob Bruder oder Schwester. Der Koran ist deine Chance, um die höchsten Stufen bei Allah zu erreichen. Wenn es etwas gibt, auf das du neidisch sein kannst, dann ist es der Koran. Dass jemand den Koran in sich trägt. La hasada illa fi ithnatayn. Kein Neid, außer in zwei Dingen. Und an erster Stelle, Rajulun atahu Allahu al-Qur'an. Ein Mensch, den Allah den Koran gegeben hat. Fahuwa yaqumu bihi anaa al-layli wa atraf an-nahar. Und er beschäftigt sich mit dem Koran am Tag und in der Nacht. Subhanallah. Und die zweite Person, Rajulun atahu Allahu mala, fahuwa yunfiquhu anaa al-layli wa atraf an-nahar. Eine andere Person, der Allah Vermögen gegeben hat und diese Person dieses Vermögen nutzt, um es am Tag und der Nacht zu spenden auf dem Wege Allahs. Subhanallah. Wir haben eine Möglichkeit, die höchsten Stufen zu erlangen, ohne dass wir in irgendeiner Weise dafür Geld zahlen müssen. Ohne dass wir in irgendeiner Weise dafür, weiß ich, etwas Besonderes machen müssen. Wir müssen einfach nur den Mus'haf nehmen und uns damit beschäftigen. Und wir finden uns hier in Berlin, hier in dieser Moschee, in einer Moschee, die man wirklich als Moschee des Korans bezeichnen kann. Hier einen ausgebildeten Koranlehrer, Sheikh Mu'af al-Ghul. Aber auch in Berlin grundsätzlich hat man so viele Möglichkeiten. Mittlerweile auch online für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht in Berlin sind, ja, und in anderen Städten sind. Du hast so viele Möglichkeiten, dich mit dem Koran zu beschäftigen. Es gibt eigentlich keine Ausrede. Es hängt ganz allein von dir ab. Welche Prioritäten du für dich selbst in deinem Leben setzt. Und die Priorität, die wir setzen sollten, ist immer das, was uns Allah am nächsten bringt. Das, was sich um Stufen erhöht, und diesen Hadith erwähnt er ebenfalls, und zwar in der Dunya und im Akhira, ist der Koran. Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wird überliefert, wie es Abdullah ibn Amr überlieferte, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ, dem Besitzer des Korans, der den Koran verinnerlicht hat, wird Folgendes gesagt am jüngsten Tag. Iqra, lies, wartaqi, und erhöhe dich. Warattil, kama kunta turattilu fi dunya, und rezitiere so, wie du in dieser Dunya rezitiert hast. Warum? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Weil deine Stufe beim letzten Vers ist, den du rezitiert hast. Stell dir das mal vor, am jüngsten Tag, die Menschen werden beschäftigt sein, mit sich selbst Angst haben, besorgt sein
beschäftigt sein mit ihren Sünden, vor denen sie Angst haben, weil sie dafür Rechenschaft ablegen müssen. Und dann kommt derjenige, der sich mit dem Koran beschäftigt hat. Und er wird beschäftigt sein mit dem Koran, mit dem er auch in dieser Dunya beschäftigt gewesen war. Allahu Akbar. Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance. Und jetzt kommt ein sehr schöner Hadith. Ein Hadith, der etwas länger ist und der auch noch als authentisch eingestuft wird. Den er ebenfalls zitiert. Es wird überliefert von Buraida, radiallahu anhu, vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, innal Qur'ana, und hört gut zu, innal Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyamati hina yanshaqqu anhu qabruhu kal-rajuli shahib. Allahu Akbar. Der Qur'an, er wird seinen Inhaber, seinen Sahib, der ihn verinnerlicht hat, am jüngsten Tag treffen. Wenn die Erde sich aufspalten wird an seinem Grab. Also in dem Moment, wo die Menschen aus den Gräbern kriechen, sucht der Koran nach seinem Inhaber, der ihn verinnerlicht hat in seinem Herzen. Karajul ish-shahib. Und er wird aussehen wie ein bleicher Mensch. Ein bleicher Mensch. Und er wird dann sagen zu dem Menschen, der gerade aus der Erde gekrochen kommt, nachdem er jetzt wieder belebt wurde, seine Seele wieder in den Körper eingehaucht wurde. Hatta arifuni, kennst du mich? Und er wird sagen, ma arifuni, ich kenne dich nicht. Dann wird er sagen, ana sahibuka al-Quran, alladhi azma'tuka fil hawajili wa ashartu laylaka. Allahu Akbar. Ich bin dein Freund, dein Gefährte. Der Koran. Dein Gefährte, der dich dann, wenn es sehr, sehr heiß gewesen ist am Tag, beschäftigt hat. Und dich dursten lassen hat, weil du dann daraufhin vielleicht auch gefastet hast. Und ich habe dich in der Nacht wach gehalten, weil du mich rezitiert hast im Gebet. Und dann sagt er, وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Und jeder Händler wird hinter seinem Handel sein. Schau mal, wenn du Händler bist in der Dunya, dann beschäftigst du dich die ganze Zeit mit deinem Handel. Du bist Handwerker, bist die ganze Zeit beschäftigt mit deinem Handwerk. Weiß ich nicht, du hast irgendwas, ja, Rechtsanwalt, bist die ganze Zeit damit beschäftigt, mit deiner Arbeit, die ganze Zeit. Und am jüngsten Tag genauso, subhanallah, die Menschen werden mit dem beschäftigt sein, mit dem sie in der Dunya beschäftigt gewesen sind. Und dann sagte er, وَإِنِّي لَكَ الْيَوْمْ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ. Und ich bin heute für dich hinter jedem Handel. Also heute bin ich für dich da. Du warst für mich in der Dunya da gewesen, jetzt bin ich für dich da. Subhanallah. In einigen anderen Überlieferungen heißt es, dass der Koran am jüngsten Tag erscheinen wird, seinem Gefährten, dem Menschen, der sich mit ihm beschäftigt hat, und er wird ihn verteidigen. In einer Überlieferung heißt es, Surat al-Baqarah und Surat al-Imran, die ganz langen Surah, die werden am jüngsten Tag wie ein Bodyguard an der Seite ihres Gefährten, der sie verinnerlicht hat, stehen und ihn verteidigen. Und dann sagt er, فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ. Und er bekommt dann die Herrschaft in seine Rechte. وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ. Und die Ewigkeit in seine Linke. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. Und er bekommt dann auf seinen Kopf die Krone der Ehre gesetzt. Die Krone der Ehre gesetzt. وَيُكْسَى وَالِدُهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا. Und sein Vater oder auch seine Mutter, es gibt da verschiedene Überlieferungen, ja, die Eltern, sie bekommen zwei Kleidungsstücke, die mehr wert sind als die gesamte Dunya. Stell dir mal vor, du hast ein Kleidungsstück, was mehr wert ist als alles, was es in dieser Dunya gibt. Kann man sich nicht vorstellen, was muss das sein für ein Kleidungsstück. Und eine Hülle ist immer etwas, was aus zwei Teilen besteht. Das heißt wahrscheinlich ein Untergewand und ein Obergewand. Fayuqulan. Und sie werden daraufhin sagen, diese beiden Kleidungsstücke. Nee, die Eltern werden daraufhin sagen. Ja, und er selbst. Bima kusina hada. Nee, die Eltern, entschuldigt. Warum bekommen wir das? Woraufhin sie dann antworten werden, wie akhdhi waladikuma al-Quran. Also ihr bekommt diese Kleidung, weil euer Kind den Koran
gelernt hat. ثُمَّ يُقَالْ Und dann wird zu ihm gesagt, اقْرَ وَصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا كَانَ يَقْرَأُ هَذَّا Allahu Akbar. Und dann wird zu ihm gesagt, lies und steig auf in die Stufen des Paradieses und in den Zimmern und Gemächern des Paradieses. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er wird so lange aufsteigen, solange er liest. Und er wird so lange aufsteigen, solange er liest. Allahu Akbar. Was für eine Überlieferung. Aber was ist denn mit einem Sahib al-Quran gemeint? Ist ein Sahib al-Quran, ein Gefährder des Korans, nur derjenige, der den Koran liest und auswendig lernt, oder gehört da mehr dazu? Er zitiert jetzt hier Abdullah ibn Mas'ud, der über den Sahib al-Quran, den Gefährten des Korans, spricht. Und er zeigt auf, was es eigentlich bedeutet, ein Sahib al-Quran zu sein, ein Gefährte des Korans. Und er sagt, يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذِ النَّاسُ نَائِمُونَ Allahu Akbar. Der Träger des Korans sollte dadurch erkannt werden, dass er in der Nacht etwas tut, während die Menschen schlafen. وَبِنَهَارِهِ إِذِ النَّاسُ مُفْطِرُونَ Und durch seinen Tag, wenn die Menschen ihr Fasten gebrochen haben und er freiwillig fastet. وَبِحُزْنِهِ إِذِ النَّاسُ يَفْرَحُونَ Und durch seine Trauer, wenn die Menschen übermütig erfreut sind. وَبِبُكَائِهِ إِذِ النَّاسُ يَضْحَكُونَ Und durch sein Weinen aus Gottesfurcht, während die Menschen lachen. وَبِصَمْتِهِ إِذِ النَّاسُ يَخُوضُونَ Und durch sein Schweigen, während die Menschen dann nutzloses Gerede von sich geben. Und durch seine Demut, während die Menschen prahlen. Ja, Salam. Das sind natürlich jetzt einige Eigenschaften, die er erwähnt. Es geht also darum, dass ich den Koran komplett verinnerliche. Nicht nur seine Worte in meinem Gedächtnis verinnerlicht habe, nicht nur seine Worte durch meine Zunge rezitiere, sondern indem ich den Koran wirklich in meinem Herzen verinnerliche und dann die Gebote des Korans durch meine Taten bestätige. Das ist der Sahib al-Quran. Und das versteht man unter einem Qari. Die Qurra zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, die Rezitatoren des Korans, waren nicht einfach nur Leute gewesen, die den Koran auswendig konnten, sondern sie wurden beschrieben. In einigen Überlieferungen wurde gesagt, sie haben in der Nacht gebetet, am Tag gefastet, haben Gutes getan, sich eingesetzt, waren bescheiden gewesen. Das ist ein wahrer Qari. Und da wollen wir hin. Wir wollen, dass der Koran unser Leben beeinflusst. Und dass wir uns als Muslime an die Gebote des Korans halten. Weil der Koran ist nicht herabgesandt worden, einfach nur als Buch, welches wir in einer schönen Stimme rezitieren und vortragen. Der Koran ist herabgesandt worden als Rechtleitung, als Huda. Allah Ta'ala gleich am Anfang des Korans, nach Surat al-Fatiha, er zeigt uns auf, was der Sinn und Zweck des Korans ist. Allah Ta'ala, er sagt, Alif Lam Mim. Dhalika al-Kitab, jenes Buch. La raiba fi, kein Zweifel in ihm. Und dann, Huda lil-Muttaqin. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das ist der Sinn und Zweck der Herabsendung des Korans. Rechtleitung. Wenn der Koran mein Verhalten nicht beeinflusst, dann habe ich diese Rechtleitung nicht akzeptiert. Ja, dann kann sogar der Koran zu einem Argument und einem Beweis gegen mich werden am jüngsten Tag. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das aufgezeigt, indem er sagte, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ Subhanallah. Der Koran ist ein Beweis, entweder für dich oder gegen dich. La ilaha illallah. Harte Worte, oder? Harte Worte, Subhanallah. Der Koran, er kann uns die höchsten Stufen erreichen lassen, aber er kann uns auch die tiefsten
Abgründe hinunterfallen lassen, wenn wir uns nicht einhalten. Und deswegen, diesen Hadith zitiert er jetzt nicht, aber deswegen sagt ja der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwama wa yada'u bihi akhari. Allah, er erhöht durch dieses Buch Menschen und erniedrigt andere Menschen. Er erhöht die Menschen, die sich einhalten, und er erniedrigt die Menschen, die sich von ihm abwenden. Nehmen wir noch ein Zitat bezüglich der Stellung, oder besser gesagt, das, was es bedeutet, ein Träger des Korans zu sein. Von Al-Fudayl ibn Iyad wird überliefert, dass er sagte: Hamil al-Quran, Hamil Rayat al-Islam. Allahu Akbar. Der Träger des Korans ist gleichzeitig auch der Träger des Banners des Islam. Nochmal. Der Träger des Korans ist der Träger des Banner des Islam. لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو. Er sollte nicht unnützes Gerede von sich geben mit denjenigen, die unnützes Gerede von sich geben. ولا يسهو مع من يسهو. Und er sollte nicht nachlässig sein, ja, und abgelenkt sein, unbedacht sein mit denjenigen, die unbedacht sind. وَلَا يَلْهُ مَعَ مَنْ يَلْهُ تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى. Und sollte sich nicht ablenken mit denjenigen, die sich ablenken lassen. Aus welchem Grund? تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى. Aus Ehrerbietung gegenüber Allah, dem Erhabenen. Subhanallah. Es gibt ein Zitat von Imam Ahmed ibn Hanbal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie authentisch es ist, aber er führt das hier an. Ich habe es auch schon mal gehört. Allahu A'la. Und zwar wird überliefert von Imam Ahmed ibn Hanbal, dass er sagte: Ra'aytu Rabb al-Izzati fil manam. Ich habe meinen Herrn, also Allah, im Schlaf gesehen. Natürlich nicht als Person, sondern wahrscheinlich Licht über Licht. Und ich sagte: Ya Rabb, o mein Herr, ما أقرب ما يتقرب ما يتقرب ما يتقرب به إليك المتقربون. Womit nähern sich dir diejenigen, die sich dir nähern, die dir nahe stehen, am allermeisten und am allerbesten? Woraufhin er sagte: بكلامي يا أحمد. Durch meine Worte, o Ahmed. Willst du also Allah nahe kommen? Dann komm Allah nahe durch die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun, insha'Allah ta'ala, zu einigen Adab, einigen Verhaltensregeln bezüglich der Rezitation des Korans. Und zwar beginnt er mit folgendem, indem er nämlich darüber spricht, in welcher Weise es am besten ist, den Koran zu rezitieren. Und er sagt: وَأَفْضَلُ الْأَحْوَالِ. Die beste Form, den Koran zu rezitieren, ist was? أن يقرأ في الصلاة قائما. Dass man im Gebet, während man steht, den Koran rezitiert. وأن يكون في المسجد. Dass man sich dabei in der Moschee aufhält. Also die beste Form, den Koran zu rezitieren, ist im Gebet. Die beste Form, den Koran zu rezitieren, ist im Gebet. Was entnehmen wir daraus? Damit ich im Gebet rezitieren kann, muss ich was können? Muss ich den Koran auswendig können. Und das ist eine Motivation für jeden Einzelnen von uns, dass man versucht, den Koran auswendig zu lernen. Man muss nicht ein Hafiz sein, aber man sollte bestrebt sein, einige Teile aus dem Koran auswendig zu können. Dass du den Koran in dir trägst, dass du zu einem Träger des Korans wirst. Und es ist möglich, es ist nicht so schwierig. Ich muss mich nur regelmäßig damit beschäftigen und ich muss dem auch Zeit geben. Und dann sagt er: فقد اختلفت فيها عادات السلف فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف. Was nun die Menge betrifft, wie viel man lesen sollte, so gab es verschiedene Bräuche bei den ersten Generationen. Und er sagt jetzt: فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة. Es gab einige, die haben jeden Tag und jede Nacht einmal den Koran komplett durchgelesen. Und das ist möglich im Übrigen. Es gibt Leute, die das heute auch machen. Man kann theoretisch, wenn man schnell rezitiert, den Koran in 8 bis 10 Stunden einmal komplett durchlesen.
muss man aber wirklich schnell rezitieren. Es gibt Leute, die können den Koran so gut auswendig, dass sie dann sozusagen wirklich das schaffen. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Es gab einige, die das sogar noch mehr rezitiert haben als eine Khatma. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي ثَلَاثِ. Manche haben alle drei Tage den Koran rezitiert. Kenne ich einige, die das auch machen. وَمِنْهُمْ مَنْ Also jeden Tag 10 Juz. Jeden Tag 10 Juz. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ. Einige haben jede Woche den Koran einmal komplett durchgelesen. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ شَهْرٍ. Manche einmal im Monat. Also dass man jeden Tag sozusagen einen Juz liest. Das ist eine sehr, sehr bekannte Tradition, beispielsweise in Marokko. In Marokko als Beispiel, ja, lesen die Menschen immer in der Moschee nach jedem Gebet, nach dem Fajr-Gebet und nach dem Maghrib-Gebet immer jeweils einen Hizb. Es gibt ja die Aufteilung des Korans in verschiedene Teile. Es gibt die Aufteilung in Ajza, Juz, das sind 30 Teile. Das ist die bekannteste. Dann gibt es aber, wenn jemand den Mushaf aufschlagt, gibt es ja noch die Einteilung in Ahzab, Hizb. Und ein Hizb ist die Hälfte von einem, ist die Hälfte von einem Juz. Das sind nach dem Mushaf aus Medina, wie viele Seiten? 10 Seiten ungefähr. Und die lesen nach dem Fajr-Gebet gemeinsam ein Hizb und nach dem Maghrib-Gebet gemeinsam ein Hizb. Dass sie jeden Monat immer eine Khatma machen in der Moschee. Eine sehr, sehr schöne Tradition, subhanallah. Eine sehr, sehr schöne Tradition. Und dann spürst du das auch gar nicht, weil für einen Hizb, wie lange braucht man für einen Hizb? Ja? In der Regel nicht länger als 20 Minuten. In der Regel nicht länger als 20 Minuten, wenn man einigermaßen normal rezitiert. 20 Minuten, 20 Minuten am Morgen und 20 Minuten am Abend. Und schon hast du, subhanallah, einen Juz und hast diese Sunna, dass ich einmal im Monat den Koran komplett durchgelesen habe, dann auch praktiziert. Ja? Und dann sagt er etwas Wichtiges. Und das Beste ist was? Das Wichtigste ist, dass du nicht von anderen wichtigen Verpflichtungen abgehalten wirst. Und dass es dir nicht in deinem Körper schadet, dass du dich überanstrengst. Ganz wichtig. Und dass man bei all dem nicht nur auf die Quantität achtet, sondern auch auf die Qualität. Nämlich, dass man richtig richtig rezitiert und gleichzeitig auch versucht, den Koran zu verstehen. Jetzt zitiert er hier Abdullah ibn Abbas, den Sahabi. Und er sagt, لَإِنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ. Dass ich Surat al-Baqarah und Ali Imran lese, وَأُرَتِّلَهُمَا وَأَتَدَبَّرَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ هَذْرَمَةً. Ja? Dass ich sie dann richtig schön rezitiere und mir Gedanken über sie mache in diese beiden Zonen, ist mir lieber, ja, als dass ich den gesamten Koran lese, aber schnell ohne irgendetwas zu verstehen. Und da sehen wir wieder diese Ausgeglichenheit. Ja, man muss immer versuchen, einen Mittelweg zu finden. Weil der Koran hat verschiedene Möglichkeiten, sich ihm anzunähern. Einmal die Rezitation. Dann das Auswendiglernen. Dann dass ich Tadabbur mache. Und zwar mir Gedanken mache über die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und all diese Herangehensweisen sind wichtig. All diese Herangehensweisen sind wichtig. Und all diese Herangehensweisen sollte ich auch als Muslim praktizieren und umsetzen. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Und zwar Istihbab Tahsin Qira'at al-Quran. Es ist sehr stark empfohlen, dass ich versuche, den Koran schön zu rezitieren. Es gibt manche Geschwister, subhanallah, die rezitieren den Koran so, als würden sie eine Zeitung lesen oder ein Buch lesen. Nein, es ist eine Sunna, dass ich den Koran schön rezitiere. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Hassinul Quran bi aswatikum. Verschmückt sozusagen, Sayyinul Quran bi aswatikum. Schmückt den Koran mit euren Stimmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es geliebt, bestimmten Sahabis zuzuhören während der Koran-Rezitation. Welche Sahabe waren bekannt gewesen für ihre schöne Koran-Rezitation? Welche Sahabe waren bekannt gewesen für ihre schöne Koran-Rezitation? Welche? Ja. Abdullah ibn Mas'ud, der Prophet hat es auch von ihm gehört, in dieser bekannten Überlieferung. Ja, wer noch?
Abu Musa al-Ash'ari, der Prophet hat gesagt, er hat eine Flöte bekommen von den Flöten der Familie Davids. Ja, die Familie Dawud ist ja bekannt gewesen für ihre schöne Stimme. Und Allah erwähnt das ja auch, dass Dawud alayhi salam, wenn er rezitiert hat, den Sabur, die Psalter, dass die Berge und die Vögel mit ihm rezitiert haben. Subhanallah. Unglaublich, weil er so schön rezitieren konnte. Subhanallah. Und er hat über Abu Musa gesagt, oh, der hat eine Flöte bekommen, eine Stimme, wie die Stimme von den Leuten von Dawud alayhi salam. Als wäre er einer der Familienangehörigen von Dawud alayhi salam. Ubay ibn Ka'b war ebenfalls bekannt gewesen für seine schöne Stimme. Und er hat ja auch im Ramadan vorgebetet. Ja? Dann in der Zeit von Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Also, wir sehen, ja, es ist wichtig, dass ich versuche, meine Stimme zu verschönern. Dann sagt er, also ich zitiere ihn mal, وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الْقِرَاءَ. Es ist empfohlen, die Qira'a, die Art und Weise, wie ich rezitiere, dann auch zu verschönern. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ حَسَنَهُ مَا اسْتَطَاعَ. Und wenn man keine Stimme, schöne Stimme hat, dann soll man sie versuchen, so gut es geht, zu verschönern. Und jetzt sagt er etwas Wichtiges. فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ فَقَدْ كَرِهَهَا السَّلَفُ. Was aber das Rezitieren mit Melodien betrifft, das ist etwas, was die Salaf nicht mochten. Das heißt, dass ich den Koran so vortrage, als würde ich schon ein Lied vortragen. Was ist aber der Maßstab jetzt? Wo ist der Maßstab? Wo weiß ich, dass ich jetzt hier übertrieben habe? Der Maßstab ist, dass ich, wenn ich den Koran rezitiere, mich immer an was halte? Mich immer an die Regeln des Tajwid halte. Ganz wichtig. Und wenn ich dann dabei eine schöne Stimme habe und schön vortragen kann, dann ist das sehr schön und das ist gut. Aber extra bestimmte Tajwid-Regeln zu übergehen, nur damit ich eine Verlängerung etwas länger machen kann, weil ich so schöne Stimme habe, einen so langen Atem habe, das ist etwas, was makruh ist. Das ist etwas, was verpönt ist. Ja, ich sollte mich immer an was halten? Ich sollte mich immer an die Tajwid-Regeln halten. Und dann sagt er, وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْرَارُ بِالْقِرَانِ. Es ist empfohlen, etwas leiser zu rezitieren. Und dann sagte er, dass es eine Überlieferung gibt. Ja, und er zitiert ja eine Überlieferung, die, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß, inwiefern sie authentisch ist. Also er sagt hier, dass es diese Überlieferung, sie wird von Imam Ahmed und Nisa'i überliefert. Ich zitiere sie einfach mal. فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. Der Vorzug der leisen Rezitation gegenüber der lauten Rezitation gleicht, oder der öffentlichen Rezitation, gleicht dem Vorzug einer geheimen Spende gegenüber einer öffentlichen Spende. Ah, aber er sagt auch hierfür, gibt es Ausnahmen. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Aber was will er damit sagen? Er will damit sagen, du sollst auch hier beim Koran rezitieren darauf Acht geben, dass du nicht angibst. Dass du nicht damit herumprallst. Allah hat dir eine schöne Stimme geschenkt. Gibt es manche, da könnte der Shaitan kommen, versuchen damit dann Augenlinerei zu betreiben. Noch schlimmer, wenn Leute versuchen, mit dem Koran Geld zu verdienen. Mit dem Koran Geld zu verdienen. Kann ein Koranlehrer für seine Arbeit, die er macht, Geld bekommen? Kann er. Aber darf es mein Ziel sein, dass ich mich mit dem Koran bereichere, wie es heutzutage leider auch verbreitet ist, unser einigen Koran? Nein, das ist nicht erlaubt. Das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn mir jemand ein Geschenk gibt dafür, Alhamdulillah. Aber ich sollte niemals das zu einer Voraussetzung machen. Weil dann verkaufe ich den Koran. Und das sollte ich als Muslim niemals tun. Und deswegen, subhanallah, ich kenne sehr, sehr viele Leute, ja, die den Koran unterrichten und die wirklich sehr viel Zeit investieren darin und von niemandem etwas annehmen. Beispielsweise von Sheikh Ayman Sweet, der bekannte Koranlehrer. Er akzeptiert kein Geld für das Lehren des Koran. Akzeptiert kein Geld, nimmt nichts an. Sein Leben hat er dem Koran gewidmet. Allah Ta'ala hat ihm andere Türen geöffnet. Ja, durch deine Bücher, durch deine Programme etc. Aber subhanallah, wenn es darum geht, den Koran zu unterrichten, nein, für den Koran nehme ich kein Geld. Ja, für den Koran nehme ich kein Geld. Ja, Sheikh Mu'adh, andere, subhanallah. Ja,
Nur vielleicht, wenn man angestellt ist in der Moschee, ist das was anderes. Man muss ja von irgendetwas leben. Aber nicht, um mich zu bereichern. Ich mache es für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, ebenfalls sagt er, وَيَنْبَغِي لِتَالِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَنْ يَنْظُرَ كَيْفَ لَطَفَ اللَّهُ بِخَلْقِهِ فِي إِصَالِ مَعَانِ كَلَامِهِ إِلَى أَفَامِهِمْ. Und derjenige, der den Koran rezitiert, sollte schauen, wie barmherzig Allah ist gegenüber seinen Geschöpfen, dass er seine Worte sie verstehen lassen hat. فَإِنَّ التَّدَبُّرَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْقِرَاءِ. Weil das Nachsinnen über den Koran ist das Ziel der Rezitation. Es geht immer darum, dass ich versuche zu verstehen, was Allah möchte. Allah sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Wollen Sie denn nicht über den Koran nachsinnen? Meine Frage an euch ist, was bedeutet eigentlich das Wort Tadabbur? Die ursprüngliche sprachliche Bedeutung von Tadabbur. Wir übersetzen das ja als Nachsinnen. Was bedeutet denn das Wort selbst Tadabbur? Von welchem Wort kommt das? Von welchen sozusagen Grundwerten der arabischen Sprache? Nachfolgen. Ja, was? Es kommt von Dabara, Dubur. Der Ausgang einer Sache. Der Ausgang einer Sache. Und wenn ich Tadabbur mache, mache ich mir tiefsinnige Gedanken über die Worte Allahs, was sie ganz konkret für mich am Ende bedeuten. Nachvollziehen. Dass ich sie nachvollziehen kann und gleichzeitig aber auch was das für mich bedeutet. Wie es sich auf mich auswirkt. Das ist Tadabbur. Nicht einfach nur, ich lese ein Tafsir, damit ich mein Wissen mehre, sondern ich tue das, um zu schauen, was bedeutet das für mich. Und so sollte ich an den Koran herangehen. Und subhanallah, er zitiert jetzt auch hier einige Sachen aus der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, er selbst hat das getan. Er hat manchmal in einer Nacht mit einer einzigen Eier verbracht. Wir kennen diese schöne Überlieferung, wo er zu Aisha in der Nacht geht. Und sagt, oh Aisha, erlaubst du mir zu beten, dass ich diese Nacht sozusagen im Gebet verbringe? Und sie sagt dann, oh Gesandter Allah, ich liebe das, was du liebst und ich liebe auch deine Nähe. Und dann hat sie ihm die Erlaubnis gegeben. Und dann fing er an, eine Ayah immer wieder zu rezitieren und zu wiederholen. Und das sind die Ayat gewesen, also so ein Abschnitt aus dem Koran, und zwar aus Sura Al-Imran, wo es heißt, ja, inna fi khalqi samawati wal ard. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in der Abfolge von Tag und Nacht sind wahrlich Zeichen für Menschen, die einen Verstand haben. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. Jene, welche Allahs gedenken, im Stehen und im Sitzen, وعلى جنوبهم und auf ihrer Seite liegen. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Sich Gedanken machen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. Rabbana, o unser Herr, ma khalaqta hadha batila. Du hast dies nicht in Nichtigkeit erschaffen. Subhanak, preis sei dir. Faqina adhaban nar. So schütze uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Der Prophet Sassam weinte die ganze Nacht. Aisha überliefert, er hat dann geweint, bis sein Bart nass wurde. Er hat geweint, als er dann im Sujud war, bis der Boden nass wurde, bis sein Schoß nass wurde. Bis Bilal radiallahu anhu kam. Und dann ihn um Erlaubnis bitten wollte, zum Morgengebet zu rufen. Subhanallah, machte sich Gedanken über einen Abschnitt. Dann wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eine ganze Nacht mit der Ayah aus Surat Al-Ma'idah, und zwar der Ayah Nummer 118 aus Surat Al-Ma'idah, verbracht hat. Der Allah ta'ala in der Geschichte von Jesus mit seiner Mutter Maria dann sagt, also er zitiert Isa alaihi Jesus am jüngsten Tag. In tu'azibahum fa'innahum ibaduk. Wenn du sie bestrafst, oh mein Herr, so sind sie deine Diener, deine Knechte. Wa in taghfir lahum, sollst du ihnen vergeben, fa'innaka antal azizul hakim. So bist du wahrlich der Erhabene, der Allweise. Diese Ayah hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Nacht im Gebet rezitiert. Gedanken gemacht über eine Ayah. Daran erkennen wir, wie wichtig das ist, dass ich mich als Muslim mit dem Koran auseinandersetze und schaue, was der Koran für mich, ganz konkret für mich bedeutet. Da muss ich auf mein Verhalten, auf meinen Iman,
auswirken. Erst dann wird der Koran auch wirklich zu einer Bereicherung in meinem Leben werden. Und dann sagt er, derjenige, der den Koran rezitiert, der soll sich von Dingen trennen, die ihn vom Verständnis des Korans abhalten. مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه فيكرره التالي فيصرف همته عن فهم المعنى. يا سلام. Er sagt, was zum Beispiel dich abhalten könnte, davon den Koran richtig zu verstehen. Und er sagt, dass beispielsweise der Koran, der Shaitan zu dir kommt und dir dann einflößt, guck mal, das ist vom Shaitan, subhanallah. Du hast den Buchstaben nicht richtig ausgesprochen. Sodass du die ganze Zeit nur mit was beschäftigt bist? Mit der Aussprache des Buchstaben, ohne dir wirklich Gedanken gemacht zu haben über die Worte Allahs. Der Shaitan kann sogar so kommen, als jemand, der dir einen guten Ratschlag gibt. Ja, du musst den Koran besser rezitieren, damit du nicht darüber Gedanken machst. Subhanallah. Ja, deswegen, ja, ich sollte als Muslim, ja, wenn ich rezitiere, dann auch mir Gedanken machen. Und min dhalika, und dazu gehört ebenfalls, an yakuna tali musirran ala dhanbin aw muttasifan bi kibrin aw mubtalan bi hawan muta', fa inna dhalika sababu dhulmati alqalbi wa sadah. Und dazu gehört ebenfalls, ja, was dich abhalten könnte vom Verständnis des Korans, nämlich, dass du an einer Sünde festhältst und auf einer Sünde beharrst. Oder, dass du hochmütig bist. Oder, dass du jemand bist, der ständig nur seine Neigungen befolgt. Und all diese Dinge führen dazu, dass du eine Dunkelheit in deinem Herzen bekommst und auch eine Rostschicht um dein Herz, sodass du die Wahrheit nicht mehr erkennen kannst. فَهُوَ كَالْجَرَبِ عَلَى الْمِرْآتِ يَمْنَعُ مِنْ تَجَلِّ الْحَقِّ. Es ist wie, als würde es sozusagen am Spiegel eine Schicht geben, sodass du in diesem Spiegel nichts mehr sehen kannst. Oder dass das Spiegelbild komplett verändert wird. فَالْقَلْبُ مِثْلُ الْمِرْآةِ. Das Herz ist wie ein Spiegel. وَالشَّهَوَاتُ مِثْلُ الصَّدَى. Und die Begierden sind wie der Rost. وَمَعَانِ الْقُرْآنِ مِثْلُ الصُّورِ الَّتِي تَتَرَاءَ فِي الْمِرْآةِ. Da gibt es dieses Gleichnis. Und die Bedeutungen des Korans sind wie die Bilder, welche man im Spiegel sieht. Subhanallah. وَالرِّيَاضَةُ لِلْقَلْبِ بِإِمَاطَةِ الشَّهَوَاتِ مِثْلُ الْجَلَاءِ لِلْمِرْآةِ. Und dass ich mein Herz dann trainiere, ja, führt dazu, dass ich dann diese Begierden beseitige, genauso wie wenn ich einen Spiegel abwischen würde, damit ich endlich das Bild klar und deutlich sehe. Imam Shafi'i ging eines Tages zu seinem Lehrer Waqir. Er beschwerte sich bei ihm und sagte, ich habe ein Problem. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe das Gefühl, das fällt mir schwer, das Wissen. Ich kann nicht mehr auswendig lernen. Ich kann mir nichts mehr merken. Irgendwie fällt es mir schwer, ein Buch aufzumachen. Woraufhin dann Waqir, ja, wiederhergestellt, schon wieder unterbrochen. Woraufhin dann Waqir, sein Lehrer, zu Imam al-Shafi'i sagte, und er hat es dann in Gedichtverse formuliert, Shakautu ila Waqir su'hifzi. Ich habe mich bei Waqir, meinem Lehrer, darüber beschwert, dass ich nicht gut auswendig lernen kann. Was hat er daraufhin gesagt? Fa'arshadani ila tark al-ma'asi. Und er hat mich dann darauf hingewiesen, die Sünden zu unterlassen. Waqala li, und er sagte zu mir, dass das Wissen Licht ist. Und das Licht Allahs wird keinem Sünder gewährt. Wenn du das Gefühl hast, es fällt dir schwer, dich mit dem Koran zu beschäftigen, dich weiterzubilden in der Religion, dann solltest du nach der Ursache suchen. Und die Ursache bist meistens du selbst, indem du nämlich zu viele Sünden begehst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und dann sagt er etwas Wichtiges. وَيَنْبَغِي, wir sind gleich fertig. وَيَنْبَغِي لِتَالِي الْقُرْآنِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَقْصُودٌ بِخِطَابِ الْقُرْآنِ وَوَعِيدِ. So wichtige Worte, subhanallah. Derjenige, der den Koran rezitiert, der sollte wissen, dass er gemeint ist mit der Ansprache des Korans und mit den Androhungen, welche wir im Koran finden.
Wir lesen heute den Koran, oder viele Menschen lesen den Koran, haben das Gefühl, der Koran, er würde für andere Menschen offenbart worden sein. Nicht er sei damit gemeint, sondern die anderen. Nein, du bist damit gemeint. Allah spricht dich an, mich, jeden Einzelnen von uns. Und deswegen, wenn du den Koran rezitierst, dann solltest du ihn so rezitieren, als wäre er auf dich herabgesandt worden. Wenn du den Koran rezitierst, rezitiere ihn so, als hätte Allah ihn extra für dich herabgesandt. Und dann sagt er, وَأَنَّ الْقَصَصَ لَمْ يَرِدْ بِهَا السَّمَرْ بَلْ الْعِبَرْ. Und die Geschichten, die wir im Koran haben, die sind nicht dazu da, damit ich mich sozusagen dann, Samar, was heißt Samar, damit ich, mir fällt gerade das richtige Wort auf Deutsch nicht ein, Samar. Zur Unterhaltung. Ja, manche denken, die Geschichten des Korans sind eine Form von Unterhaltung. Ja? Nein. Bel al-Ibar. Sondern als Lehre. Was ist eine Ibra? Eine Ibra ist wie, was? Eine Brücke, die du zwischen dir und dieser Geschichte schlägst. Du liest die Geschichte im Koran und solltest daraus was ziehen? Ja, eine Lehre für dich. Eine Brücke schlagen zu deinem Leben. Was bedeutet das für mich in meinem Leben? Ganz konkret. Welche Lehren kann ich daraus ziehen? فَلْيَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ Soll man das beachten. فَحِينَ إِذٍ يَتْلُو تِلَاوَةَ عَبْدٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ بِمَقْصُودٍ لِيَتَأَمَّلَ الْكِتَابِ وَيَعْمَلْ بِمُقْتَضَاهِ Und wenn er das tut, dann wird er den Koran so rezitieren wie ein Sklave. Ein Sklave, der von seinem Herrn ein Buch bekommen hat, damit er es umsetzt. Also eine Anordnung sozusagen, was er tun soll. Ja, was bringt es, dass ich das lese und es dann nicht umsetze? Nichts. Sondern ich muss das umsetzen, was darin steht, weil ich bin ein Sklave und es ist mein Herr und dementsprechend, er verlangt von mir, dass ich das, was in diesem Brief steht, dann auch wirklich umsetze. لِيَتَأَمَّلَ الْكِتَابُ وَيَعْمَلْ بِمُقْتَضَاهِ Sodass man sich Gedanken macht über das Buch und ja, das umsetzt, was auch wirklich in diesem Buch steht. فَإِنَّ مَثَلَ الْعَاصِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَكَرَّرَهُ مِثَالُ مَنْ كَرَّرَ كِتَابَ الْمَلِكِ وَأَعْرَضَ عَنْ عِمَارَةِ مَمْلَكَتِهِ وَمَا أَمَرَ بِهِ فِي الْكِتَابِ Das heißt, die letzten beiden Sätze, deswegen übersetzen wir das noch vollständig. Ja? Weil das Gleichnis eines Sünders, wenn er den Koran liest und ihn immer wieder liest, aber trotz alledem an seiner Sünde festhält, gleicht jemandem, der das Buch seines Königs bekommt, oder das Schreien seines Königs, aber das dann nicht umsetzt und nicht das tut, was ihm eigentlich befohlen wird in diesem Buch und in diesem Brief. Er beschränkt sich nur darauf, die Worte zu untersuchen. Ah, versteht er, wie ist das jetzt grammatikalisch einzustufen? Aber er widerspricht den Geboten und dem, was eigentlich von ihm verlangt wird. فَلَوْ تَرَكَ الدِّرَاسَةَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ كَانَ أَبْعَدَ مِنَ الْإِسْتِهْزَاءِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمَقْتِ Würde er nichts machen, ja? Also nicht einmal das lesen, dann wäre es besser für ihn. Weil so würde man sich über ihn lustig machen und ihn verspotten. Bist du blöd? Du liest das, was von den König von dir verlangt, aber du setzt es nicht um. Und genau das machen wir heutzutage, subhanallah. Wir haben die Worte des Königs dieses Universums, aber teilweise setzen wir diese Worte nicht um. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, Rabbil Alameen. Ja, und dann schließt er ab, das ist der letzte Satz jetzt in diesem Kapitel. وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ Ah, so wichtig. So wichtig. Und man sollte sich trennen von seiner eigenen Kraft. Und was tun? وَأَلَّا يَلْتَفِتَ إِلَى نَفْسِهِ بِعَيْنِ الرِّضَ وَالتَّزْكِيَ Und nicht auf sich selbst schauen, dem Motto, oh, ich bin so zufrieden mit mir selbst. Ich schreibe mir auf die Schulter, Masha'Allah, wie toll setze ich auf die Worte Allahs um. Und ich läutere mich selbst und glaube, ich wäre etwas Besonderes. فَإِنَّ مَنْ رَأَى نَفْسَهُ بِصُورَةِ التَّقْصِيرِ كَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قُبِهِ Weil derjenige, der immer auf sich selbst schaut, als jemand, der zu wenig tut, der wird dann auch sozusagen sich verbessern, sodass das dann der Grund dafür sein wird, dass er Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Das ist das Kapitel über den Koran gewesen. Das sind wir jetzt viele, viele Adab, viele, viele Verhaltensregeln in Bezug auf den Koran gelernt haben.
die wir insha'Allah ta'ala versuchen sollten, meine lieben Geschwister, auch in unserem Leben umzusetzen. Möge Allah ta'ala uns dazu die Kraft geben. Amin, ya Rabbil Alamin. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Oder Anmerkungen? Vielleicht auch online. Ich gucke mal, ob es hier Online-Fragen gibt. Kannst du mal gucken, ob es online... Keine Fragen. Da. Keine Fragen, keine Fragen, keine Fragen. Gut. Nächste Woche, insha'Allah ta'ala, werden wir weitermachen mit dem nächsten Kapitel, und zwar über den Zikr und die Afkar. Und dann müssten wir eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das erste Viertel abgeschlossen haben. Naja, das ist aber etwas länger, dieses Kapitel, deswegen werden wir wahrscheinlich zwei Unterrichte benötigen. Es gibt noch Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, das Aufstehen in der Nacht, können wir uns jetzt schon vorbereiten, ja? Dass wir in der Nacht ein bisschen beten, damit wir, wenn wir das besprechen, inshallah, auch vorbereitet sind auf dieses Kapitel. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Also noch zwei größere Kapitel haben wir jetzt. Einmal das Kapitel über den Zikr und einmal das Kapitel über das Beten in der Nacht. Ja, bitte. Natürlich, man sollte, also der Bruder sagt, ist es nicht auch wichtig, dass man den Koran richtig rezitiert und nicht falsch rezitiert. Ja, das ist sehr, sehr wichtig sogar. Ja, weil es kann dazu führen, dass, wenn du es eigentlich hättest erlernen können, dein Gebet sogar nicht angenommen wird. Wie beispielsweise, wenn du Al-Fatiha nicht richtig rezitierst, indem du Buchstaben vertauschst oder nicht sozusagen komplett andere Buchstaben aussprichst, etc. Das ist absolut wichtig. Und der Tajweed, ja, ist eigentlich eine Pflicht für jeden Muslim. Das heißt, die Praxis, du musst kein Experte sein, du musst nicht Theorie kennen, aber du solltest richtig rezitieren können. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass das eigentlich jeder lernen kann. Nicht jeder wird Experte sein können, nicht jeder wird den Koran wie die großen Qurra rezitieren können, aber jeder hat die Möglichkeit, die Grundregeln des Tajweed zu erlernen. Das bin ich mir absolut sicher. Absolut. Habe ich gar keinen Zweifel daran. Ja, weil ich selbst nämlich bei vielen Leuten gesehen habe, die sogar nicht Araber sind. Also ich meine, die meisten Muslime sind keine Araber. Ja? Und die den Koran wirklich sehr schön rezitieren. Ja? Egal aus welcher Herkunft du hast. Und ich würde einfach mal behaupten, dass es noch viele andere Sprachen gibt auf dieser Welt, die noch weiter entfernt sind von der arabischen Sprache als die deutsche Sprache. Ja, nehmen wir mal, ich war jetzt in Indonesien gewesen. Die Indonesier haben eine komplett andere Sprache, komplett andere Buchstaben. Ja, und trotzdem, wenn du sie hörst, wie sie den Koran lesen, genauso wie die Araber, Türken, genau das Gleiche. Ja, alle. Ja, und das Gleiche geht natürlich auch für Geschwister, die in Deutschland aufgewachsen sind. Ja, auch für deutsche Konvertiten. Ja, ich kenne viele Konvertiten, mashallah, die den Koran sehr gut rezitieren und weiß, teilweise sogar perfekt rezitieren. Das ist alles möglich. Ja. Kein Problem. Nicht den Mushaf, das Buch, sondern den Koran als, sage ich mal, das Lehren. Also ich sollte nicht das zu was machen, ich sollte das nicht zu einer Form von Bereicherung machen. Das sollte nicht im Vordergrund stehen. Ich kann für die Zeit, die ich investiere, etc., natürlich auch entschädigt werden. Gerade jemand, der, sage ich mal, als Koranlehrer arbeitet, muss ja auch entschädigt werden. Er muss ja seine Familie ernähren, etc. Aber was ich nicht tun sollte, ist, den Koran zu einer Ware zu machen, die ich verkaufe. Das sollte ich nicht tun. Ist verständlich? Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, glaube ich, auch relativ klar. Und das hängt auch viel von der Absicht ab. Na. Weitere Fragen? Online gibt es Fragen? Keine. Der Koran ist klar, deswegen brauchen wir da auch nicht so viele Fragen stellen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله